Wir sagen ja auch nicht, wir fahren nach Österreich und dann in die Schweiz, und wir sagen, wir fahren in die Alpen. Und das ist das Ding. Das ist der Wahnsinn. Wir haben bei Marmota Zuwachs bekommen. Und das hier, das sind die ersten Abzüge zu einem fantastischen neuen Buch. Und weil ich überhaupt nicht in der Lage bin, euch auch nur annähernd die Einblicke dazu zu geben, die ihr sicherlich gerne haben möchtet, habe ich die, die es gemacht haben, eingeladen, das hier persönlich zu tun. Viel Spaß. So, ihr drei, schön, dass ihr da seid. Dann stellt euch doch mal kurz vor. Ich bin Lana, ich bin die Designerin des Buches. Also ich habe das gestaltet und die Infografiken gemacht. Ich bin Björn und einer der Autoren des Buches. Ich bin Stefan, auch einer der Autoren des Buches, und habe mich auch noch um das ganze Verlagszeug gekümmert. Was ist denn euer Lieblingskapitel in dem Buch? Ich hab ja alle Kapitel gestaltet, also sind alles meine Lieblingskapitel. Also ich finde sie alle gut. Stefan? Ich mag das Essenskapitel. Mit den verschiedenen Gerichten, aber dann vor allen Dingen dem Kapitel über die Käse der Alpen, also wie sie nach Fettgehalt und nach Reifezeit angeordnet sind und wie vielfältig sie sind, und natürlich auch über die Schnäpse der Alpen. Das Kapitel wurde auch komplett betrunken gestaltet. Nein. Es wurde alles nüchtern gestaltet. Was hat euch am meisten überrascht? Also mich hat jetzt mal ein ernster Fakt überrascht im Kapitel Tourismus, dass eigentlich die Landwirtschaft der Alpen von den Touristen abhängt. Also in den Regionen, wo es viele Touristen gibt und wo viele Touristen hinkommen, gibt es auch viele Bauernhöfe. Ich fand es überraschend, dass scheinbar der gefährlichste Berg der Alpen der Mont Blanc ist, weil da 6.000 bis 8.000 Leute geschätzt schon verunglückt und gestorben sind. Ich fand es ganz interessant, dass die Märchen der Alpen eigentlich immer so auf drei Themen runterzubrechen sind. Also entweder wird man von einem Stein erschlagen oder die Erde geht auseinander, man fällt rein, also man wird von Bergen irgendwie gegessen. Und die letzte Variante ist, also man verwandelt sich in einen Stein, wie bei Watzmann. Wie lange habt ihr insgesamt an dem Buch gearbeitet? Die Idee gibt es schon seit, glaube ich, fast 5 Jahren. Und das hat sich dann so, wir haben uns da eigentlich nie rangetraut. Was ist eurer Meinung nach das Absurdeste, was es in den Alpen gibt? Ja, also ich fand halt die Axamer Wampelreiter am verrücktesten, weil ich würde das wirklich mittlerweile auch wirklich gerne sehen. Also ich habe das gelesen und gecheckt, was da vor sich geht. Die Geschichte ist lustig, ich stelle mir das halt einfach total skurril vor. Ich weiß nicht mehr, wie der Name ist, aber es gibt so einen Ringen, wo die Männer sich extra auf Wollunterhosen ziehen, die sie über die Hosen anziehen. Wie ist es? Das ist ein Hanf, ist glaube ich eine Hanfunterhose. Hanfunterhose. Gibt es Sehnsuchtsorte? Orte, wo ihr in den Alpen unbedingt und zwar möglichst bald wieder hin wollt? Ich wäre gerne mal am Reschensee und würde diesen Turm sehen, der im Wasser steht. Ich habe ja selbst schon mal die Walker's Route gemacht, also die Verbindung zwischen Chamonix und Zermatt, zu laufen und eben zu Fuß. Und ich würde das unbedingt gerne mal im Winter machen als Skitour. Und ich war noch nie am Aletschgletscher. Und da würde ich auch gerne mal hin und diesen Wald daneben anschauen. Was ist in euren Augen das Besondere an diesem Buch? Also, wir können es auch mal zeigen. Das Buch hat sehr viel Informationen im Buch, aber es ist eben nicht nur ein Textbuch, sondern es sind ganz, ganz viele Illustrationen und Grafiken und gestaltete Elemente drin. Und das ist eben unser Interesse, dass wir die Alpen, diese faszinierende Region, darstellen als etwas, was man auch in einem Buch vergnüglich und schön zeigen kann, und dass man über so eine Leichtigkeit in dieser Darstellung und so eine illustrative Darstellung die Alpen ganz anders und ganz neu verstehen kann. Also ich habe es noch gar nicht ganz gesehen, aber das, was ich jetzt in den Händen habe, das gefällt mir schon so gut. Ich bin total verliebt in dieses Buch. Das ist irre. Vielleicht noch eine wichtige Information. Es hat insgesamt 290 Seiten und kostet glatt 35 Euro. Ich denke, das ist jeden Euro wert. Lauft los, holt euch das Ding. Und dann viel Spaß, und dann sehen wir uns bald wieder.